Hallo und willkommen zur Albenrevue. Ich möchte heute mal über das zweite Album von Dead Can Dance erzählen, das ebenfalls wie der Erstling im Jahr 1984 erschien. Das Debütalbum erschien im Februar, passend zu dem kalten, nassen Wetter. Im August legte dann die Band nach und brachte The Garden of the Arcane Delights heraus. Dies war allerdings kein Album, sondern eine EP. EP steht für Extended Play, im Gegensatz zu einer LP, die für Long Play steht. EPs sind in der Regel nur halb so lang wie LPs, im Schnitt 12 bis 14 Minuten. Sie werden zumeist aber auch auf 12-Zoll-Platten gepresst, allerdings nicht selten auch auf 10-Zoll-Scheiben. Der Grund, warum ich Garden of the Arcane Delights hiermit als ein ebenbürtiges Album präsentiere, hat mit dem etwas neueren Reissue zu tun, das das Label 4AD in 2016 herausbrachte. Hierbei hat man das Ganze wie so eine Art Doppelalbum aufgezogen oder eher eine Doppel-EP, um genau zu sein. Und zwar indem man eine zweite Disc dazu legte, welche die beiden Peel-Session-Auftritte von Dead Can Dance beinhaltet. Diese Aufnahmesitzungen fanden in denselben Monaten statt. Die John Peel Sessions waren bereits in 2012 als zwei eigene EPs erschienen. Für echte Sammler ist das gefundenes Fressen. Übrigens um 1986 herum begann ja das erste Album von Dead Can Dance als CD zu erscheinen. Und das hatte man damals so aufgezogen, dass die EP sozusagen auf die CD mit dazu gebrannt wurde, sozusagen hinter das Album. Und das war eine gute Sache. Garden of the Arcane Delights setzt relativ nahtlos den Stil des Debütalbums fort, aber es gibt auch eine deutliche Weiterentwicklung, die eben in den 4 oder 5 Monaten stattgefunden hatte, seitdem die Band ihr Debütalbum veröffentlichte. Wir wissen heute, wohin sich die Band entwickelt hatte, und so ist es interessant, die subtile Veränderung zu beobachten oder genauer zu lauschen. Es ist eben der Übergang von einer Post-Punk, Goth-Rock, New Wave-Band mit sehr viel Reverb im Mix hin zu dieser unikaten Band mit Anlehnung an Fourth-World-Musik, aber letztendlich eine Kategorie für sich selbst. Die EP beginnt mit Carnival of Light, ein festlich anmutendes, kurzes Stück mit Lisa Gerards Gesang, das hier sehr volkstümlich, im letzten Drittel aber auch sehr ekstatisch anmutet. Zugleich wird diese Nummer von ihrem Hackbrett dominiert, ein Instrument, das man im Englischen eher als Hammered Dulcimer bezeichnet. In ihrem Falle scheint es sich um eine chinesische Variante zu handeln, die man wohl als Yang Qin bezeichnet. In Power We Entrust the Love Advocated ist mit Sicherheit der stärkste Titel auf dieser EP. Dieses Stück gilt bis heute als eine der schönsten Nummern, die Dead Can Dance aufgenommen haben. Und das ist ein harter Maßstab gemessen daran, welch großartige Alben da in den kommenden Jahren noch folgen würden. Das Stück zählt zu den besten Nummern der frühen Schaffensphase dieser Band und ist eines der Stücke, die instrumental noch einen sehr rocklastigen Aufbau haben. Es ist eine wehmütige Post-Punk-Nummer voller Melancholie und Sehnsucht, stark beseelt von Brandon Perrys Poesie, welche von Pathos, aber auch von Unterdrückung berichtet. Das Stück besitzt ein wundervolles, staccato-artiges Gitarrensolo, etwas extrem Seltenes bei dieser Band, die niemals irgendwelche Gitarrensolos spielte. Aber es ist auch mehr eine thematische Wanderschaft entlang der Tonleiter. Ein beständiges Auf und Ab der Töne und der Melodie. Ich glaube, dass das ein zentrales Motiv in der Musik von Brandon Perry ist. Die Reise äußerlich, aber auch innerlich. Die Reise nach innen eben. The Arcane ist das dritte Stück auf der EP und wird erneut von Brandon gesungen. Es ist ein etwas düsteres Stück, sehr grüblerisch. Diese Nummern haben natürlich dazu beigetragen, dass Dead Can Dance überall, aber vor allem in Deutschland, massiv von der Gothic-Szene vereinnahmt, ja geradezu adoptiert wurde, was von der Band natürlich nie so ganz beabsichtigt war, aber sicherlich dem Verkauf von Alben nicht geschadet hat. Aber die Gothic-Szene der 80er und 90er hatte eine massive Tendenz zur Vereinnahmung von benachbarten Musikstilen, häufig aus einem Mangel an eigenen Bands heraus. The Arcane ist eine melancholische, düstere Nummer,
die dem sehr entgegenkommt. Das letzte und vierte Stück auf der EP ist Flowers of the Sea. Und hier kehrt wieder Lisa Gerrard ans Mikrofon zurück und erneut spielt sie hierzu ihr feuriges Hackbrett. Doch es gibt etwas Neuartiges hier, das noch sehr wichtig werden würde. Hinter der Musik steht eine Barriere aus exotischen Percussions, welche dem Stück eben ein südländisches oder östliches Feeling verleihen. Das hat sicherlich auch praktische Gründe. Diese Band hat ihre Karriere komplett abgebrannt begonnen. Am Anfang konnten sie sich kaum ihre Instrumente leisten. Und das Debütalbum hat, was Verkäufe betraf, da vermutlich nicht sehr viel beigetragen. Aber die Band versuchte mit der Unterstützung von 4AD viel zu tun, auch wenn es oft darauf hinauslief, dass sie über sehr weite Strecken durch Europa fahren mussten, um eben zum Beispiel 2 Konzerte in Dänemark zu haben, dann ein Konzert in den Niederlanden und dann vielleicht 3 Konzerte in Frankreich. Das waren also mühsame Anfänge, teilweise in recht abscheulichen Underground-Clubs. Aber langsam kam auch etwas Geld rein, was gerade Brandon Perry dann eifrig in neue Instrumente investierte. Und das merkt man der Musik in diesen kleinen Schritten an. Doch an dieser Stelle kann man es sich noch schwer vorstellen, dass das eines Tages diese Band werden sollte, die in einem großen Studio arbeitet, umgeben von 100 Instrumenten aus der ganzen Welt. Aber der sakral anmutende mediterrane Track Flowers of the Sea mutet da wie eine kleine, unscheinbare Weichenstellung in diese Richtung an. Nun komme ich zu der anderen Hälfte dieser Neupressung und das sind die berühmten beiden John Peel-Konzerte. John Peel war ein legendärer DJ und eine Radiopersönlichkeit, vielleicht die berühmteste in der Geschichte des BBC. John Peel war legendär dafür, dass er unbekannte Bands massiv unterstützte und manch eine Band verdankte ihm einen entscheidenden Schub am Anfang ihres Weges. Aber John Peel war auch dafür berühmt, dass er das Interesse an diesen Bands vollkommen verlor, wenn sie plötzlich berühmt und kommerziell erfolgreich waren. Was John Peel berühmt machte, war seine Offenheit gegenüber neuen Sounds und Stilen, etwas, das er bis zu seinem Tode aufrecht hielt. Seine berühmten Peel-Sessions oder John Peel-Sessions waren also Aufnahmen, welche die Band live im BBC-Studio machten. Eine John Peel-Session war im Schnitt 20 Minuten lang und beinhaltete 4 Stücke. Es gab Bands wie Fairport Convention oder Thin Lizzy, die 11 oder 12 John Peel-Sessions absolviert hatten. Jethro Tull hatten zum Beispiel 3 John Peel Sessions gemacht, alle noch in den 60ern. Und sie waren ein Paradebeispiel dafür, dass John Peel sich von einer Band oft dann vollständig abwandte, wenn sie anfing, in die Stratosphäre aufzusteigen. Etwas, über das sich Ian Anderson oft verwundert geäußert hatte, zumal er damals geglaubt hatte, einen menschlichen Draht zu John Peel zu haben, dieser sich aber dann vollkommen von der Band distanzierte. Übrigens sind das nur am Rande. Die allererste John Peel Session fand am 21. September 1967 statt, und zwar mit der Band Tomorrow, also die Band von Steve Howe, bevor er seine Band Bowdust gründete, um anschließend dann bei Yes einzutreten. Doch zurück zu Dead Can Dance. Dead Can Dance hatten insgesamt 2-mal im BBC für die John Peel Sessions aufgenommen, und zwar am 19.11.1983 und im Folgejahr im Sommer am 2.6.1984. Somit hatte die erste John Peel Session 3 Monate vor dem Erscheinen des Debütalbums stattgefunden. Das verdeutlicht nur, wie sehr John Peel immer auf der Suche nach gänzlich unbekannten Musikern und Bands war. Übrigens, die Widersprüchlichkeit von John Peel zeigt sich allerdings auch darin, dass er in genau diesen Jahren gleichzeitig einer der Moderatoren von Top of the Pops war und dort Bands wie Culture Club und Duran Duran ankündigte. Der Mann war schwer in eine Kategorie zu stecken. Peter Ulrich schreibt in seiner Dead Can Dance Biografie, dass er die erste Session ziemlich großartig fand, während die zweite Aufnahmesession in 1984 für die Band recht ärgerlich war, da sie mit den lokalen Aufnahmetechnikern und Produzenten aneinander gerieten. Ich kann aber nicht behaupten, dass ich diese Probleme in den Aufnahmen erkennen könnte. Das Line-up bei der ersten John Peel Session ist Brandon Perry, Gitarren, Vocals und Percussion, Lisa Gerrard, Gesang und Hackbrett, Scott Roger am Bass, Peter Ulrich, Drums, Schlagzeug und James Pinker an den Percussions. Die erste John Peel Session von Dead Can Dance beginnt mit dem relativ namenlosen Track, der hier als Instrumental bezeichnet wird. Eine
charmante, leicht ziellose Nummer, die einen etwas exotischen Flair hat, bewirkt durch irgendwelche Holzblöcke, die da vermutlich von James Pinker gespielt werden. Dieses Stück ist ein echter Deep Cut in der Diskografie dieser Band. Brandons elektronische Gitarre hat hier noch diesen verwaschenen Post-Punk-Sound, der irgendwie auch typisch für 4AD war. Das Highlight hier ist der hypnotische Bass von Scott Roger. Labor of Love ist ein Song mit Brandon am Mikrofon und Lisa Gerard am Hackbrett. Das Stück besitzt diese sehnsüchtige Stimmung, die schon damals so typisch für Brandons Kompositionen war, mit einem sehr faszinierenden Refrain. Ocean ist ein Stück, das dann 2 Monate später auf dem Debütalbum von Dead Can Dance landen würde. Wir hatten darüber in der letzten Episode gesprochen. In der frühen Phase von Dead Can Dance war das ein essentielles Stück, das die ungewöhnliche und seitdem viel besprochene Gesangsqualität von Lisa Gerard unter Beweis stellte. Hier kann man also gut hören, dass die Band das Stück hervorragend aus dem Stegreif live aufführen konnte. Threshold ist ebenfalls ein Stück, das kurz danach auf dem Debütalbum landen sollte. Es ist vermutlich der New Wave-artigste Track in dieser Aufnahmesession. Brandon tobt sich hier ein wenig auf der E-Gitarre aus, während Peter Ulrich am Schlagzeug einen Rhythmus spielt, der fast mehr in Richtung Militärtrommel geht und deshalb das ganze Stück ein wenig wie Neofolk klingen lässt, was sicherlich nicht etwas war, was die Band bewusst angesteuert hätte. Über dieser musikalischen Unruhe legt sich jedoch Lisas und Brandons sanfte Stimme, was einen spannenden Widerspruch erschafft zwischen zwei musikalischen Temperamenten. Die zweite John Peel Session fand im Sommer 1984 statt. Mal ein kleiner Blick in das Gatefold. Die Band hatte da also ihr Debütalbum raus und saß vermutlich bereits an den Aufnahmen zu der gerade besprochenen EP Garden of the Ark and Delights. Die zweite Session beginnt mit Flowers of the Sea, das genau auf dieser EP als Schlussnummer landen würde. Erneut fällt hier der sehr angenehme Klang der Percussions auf, die entweder afrikanisch oder afrokubanisch sind. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube fast, dass hier die BBC-Aufnahme fast besser klingt als die eigentliche Studioaufnahme auf der EP vom August desselben Jahres. Aber das ist extrem subjektiv. Lisas Gesang ist hier auf jeden Fall etwas verspielter und spontaner aus dem Moment der Aufnahme heraus. Das nächste Stück trägt den Titel Penumbra und das ist nicht nur ein echtes Highlight auf dieser Scheibe, sondern ein richtig rarer Deep Cut, denn dieses Stück existiert nur in dieser Aufnahme hier. Es ist aber eine großartige Nummer mit einem treibenden, hypnotischen Bass und staccato-artigem Gitarrenspiel, während Lisa Gerards glossolalischer Gesang uns erneut auf eine abenteuerliche Reise nimmt. Das Stück hat ganz tolle Harmonieentwicklungen und mutet fast ein wenig cineastisch an. Diese Nummer verlangt nach einer Wiederentdeckung. Das ist ein 5-Sterne-Track für mich, aber zugleich auch ein waschechter Geheimtipp. Das nächste Stück heißt Panacea, doch man erkennt sofort, dass dies in Wirklichkeit In Power We Entrust, The Love Advocated ist, das 2 Monate zuvor offensichtlich noch einen anderen Titel hatte und später umbenannt wurde. Erneut der Bass von Scott Roger, sehr großartig und sehr organisch mit diesen düsteren Glissandos dabei, hervorragend. Die Session endet dann mit dem bereits besprochenen Carnival of Light, das dann auch einige Wochen später für die EP aufgenommen werden sollte. Ich finde, Lisas Hackbrett klingt hier großartig und die Aufführungspraxis ähnelt sehr der späteren Studioaufnahme. Das Stück endet hier wie in der Studioaufnahme später mit einem Fade-Out. Das war es dann. Ich finde, die Peel Sessions von Dead Can Dance sind ein tolles Zeitdokument für die frühe Phase von Dead Can Dance als eine Band, die in großer Eile nach ihrer musikalischen Identität und Richtung sucht. Auf der EP selbst ist eindeutig In Power We Entrust, The Love Advocated das größte Highlight, während ich bei den Peel Sessions eindeutig Penumbra als ein übersehenes Juwel bezeichnen würde. Die wenig bekannten John Peel Sessions sind mir durchaus ans Herz gewachsen. Sie sind ein Zeugnis ihrer Zeit, gefroren in der musikalischen Geschichte. Sicherlich eine Sentimentalität meinerseits mit einem Hauch von berechtigter Nostalgie. Einige Worte noch zu dem Cover. Die sehr metaphysische Grafik stammt vollständig von Brandon Perry.
Hier ist der Einfluss von William Blake deutlich spürbar und grundsätzlich vermutlich die esoterische Literatur und Lyrik, die Perry damals wohl gelesen hat. Ich gebe hier 4,5 Sterne. Gerade in dieser Neuauflage gefällt mir der Gesamtbeitrag einen kleinen Tick besser als das Debütalbum, zumal der Sound sich auch deutlich verbessert hat und diese Doppel-EP auch keine Beiträge hat, die man explizit als Sackgassen bezeichnen würde. Ich hoffe, ihr fand das interessant und ich werde natürlich bei Zeiten auch wieder zu Dead Can Dance hier in der Albenrevue zurückkehren, wenn es um die Besprechung des zweiten eigentlichen Studioalbums geht, das launische Spleen and Ideal. Bis bald.